Herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge und wir müssen den Ben nochmal erschrecken, denn ich habe noch was vergessen. Ich habe da was für dich. Hä? Puh! Ein Askel! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Die Hose nehmen. Hä? Sehr. Fand ich. Und wir können auch noch die Mütze mit dem Steinpulver benutzen. Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Ja, jetzt haben wir eine Steinmütze und ich mache keine Witze über Viagra. Sondern wir gehen erstmal noch zurück in den Wald. Und mal zurück zu den Ruinen. Und gucken, ob der Molch mit dem Ball spielen will. Willst du tauschen? Ja? Gegen diesen tollen roten Ball hier? Na, wenn das so ist, dann fang! Ja, das war gerade so ein Moment wie aus, ja, Lilly. Beziehungsweise Harveys neue Augen. Die Lilly und ihre Mitschüler. Dedelic mag solche Momente. Und wir hatten ja ganz am Anfang, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge gehört, dass der Opa immer diese Eier mit den Fallen benutzt. Und das machen wir doch mal. Das war nämlich ein dezenter Hinweis. Wir gucken mal, ob wir mit Spot und den Feuertrachen was anfangen können. Lass es dir schmecken, Spot. Cedric, nein! Schusch! Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Also Spot scheint es zu gefallen. Ihm haben auch seine Blasensteine gefallen. Er weiß einfach nicht, was gut für ihn ist. Sonst würde er dir wohl kaum überall hin nachlaufen. Wir haben Spots dritte Form freigeschaltet, den Feuerspot. Übrigens, Spot, die Geräusche werden gemacht von der Sinica Compart, die ihr, wenn ihr Dedelic-Spiele kennt, als Goal aus den Deponia-Spielen kennen könntet und als, ich glaube, Köchin Doris auch in, ja, Harveys neue Augen. Wenn es nicht gerade die Gronk-Version ist, in der Gronk aka Erik Range das natürlich spricht. Ich glaube, wir gehen mal kurz zur Höhle. Und gehen da tiefer hinein. Und wir konnten dieses Netz ja nicht wegmachen, aber mit dem... Nein, bleib hier. Mit dem Feuerspot dürfte das gehen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Gut gemacht, Spot. Ja, sehr gut sogar. Und, oh je, was ist das?
Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Können wir hier sonst noch was machen? Können wir den Feuerspot damit benutzen? Komm mal ein bisschen näher, Spot. Ich kann kaum was erkennen. Kannst du nicht heller leuchten? Nutzloses Ding. Okay, das geht nicht. Mit dem Bommel kommen wir leider auch nicht dran. Haben wir noch eine Laterne zufällig? Hose, Steinmetze, die Schatulle, den Zettel. Ich glaube, wir haben erstmal nichts Brennbares. Aber das ist übrigens, das sind die Vielaugen, die wir ja schon aus dem Rätsel der beiden Steinbrüder kennen. Diese leichten Ladeverzögerungen finde ich ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht, ob das vom Spiel an sich kommt oder durch die Aufnahme. Wir gehen mal wieder zurück in das Innere des Waldes. Und sie an. Oh je, das sind doch, diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißen sie noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter. Was hat Shana noch gleich gesagt? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen? Wo sind sie denn jetzt hin? Okay, dann gucken wir uns mal den Stein an. Na, dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind. Nanu, hier ist ja gar nichts. Wo sind sie hin? Ja, ich würde sagen, sie sind da rein. Und wir haben ja zum Glück eine Schaufel. Vielleicht werde ich langsam verrückt, aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Na, wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Ha. Tolle Aussicht. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. So groß ist der See gar nicht. Wenn ich schwimmen könnte, wäre es fast ein Versuch wert. Aber ich fürchte, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Tja. Aber wir gehen wieder in das Loch. Würde ich doch sagen. Ist hier noch was? Ah. Durch den hohlen Baum da oben hat es hier wohl reingeregnet. Aber ich rieche da noch was. Ist das Petroleum? Petroleum, das klingt doch interessant. Ja, das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Und vielleicht ahnt ihr, worauf es hinausläuft. Wir haben ja schon anfangs dieses Muster gesehen mit dem Kanonentrick und natürlich läuft es darauf hinaus. Brauche ich jetzt gar nichts vorzumachen. Ich weiß nur nicht, ob wir alles haben. Da bin ich nämlich jetzt gerade wirklich überfragt.
brauche noch die Steinmütze. Die können wir da reinmachen. Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und... Oh je, ich muss lebensmüde sein. Aber die nehmen wir erstmal kurz raus. Ja, man hätte ja auch einen Pfeil dahin programmieren können. Sie direkt anzuzünden wäre purer Selbstmord. Ich bräuchte sowas wie eine Lunte. Haben wir sowas? Spot hat keine Ahnung vom Fischfang. Er ernährt sich fast ausschließlich von Sachen, die nicht schnell genug wegkriechen können. Also, uns fehlt noch was. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Höhle noch was war. Ich weiß nur nicht genau was. Eigentlich mit den Pilzen benutzen. Das wäre eigentlich ganz witzig. Ist natürlich blöd, dass man hier direkt einen Pfeil steht und Spot gar nicht nehmen kann. Nicht jetzt, Spot. Wir können immer noch Pilze grillen, wenn die Welt untergegangen ist. Ja, wir können auch den Mond anzünden. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Ach komm, wir sind bewaffnet. Ich möchte gar nicht wissen, zu was für einem Monster diese Augen gehören. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Der Kompass. Schatten, der Kescher. Die Hose. Irgendwas müssen wir hier noch machen. Ich weiß nur gerade nicht, was. Pilze? Können wir da eigentlich einen nehmen? Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Wieso? Die sind aber witzig. Am Ufer war auch nichts mehr. Nein. Zirkus. Da gibt es immer noch keinen wirklichen Sinn. Ja, hier hatten wir eigentlich alles. Ich komme nicht ran. So ein Pech. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Ich hab da was für dich. Puh!
ein Aasgeher! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Die lasse ich lieber hier. Hey, stopp mal! Was fingerst du da hinter meinem Rücken an der Wäsche rum? Lass das, du machst sie ja doch nur wieder Dreck. Ja, okay, mal wieder Satz mit X. Koch, Frosch, Kessel. Notizen, Rezepte, Augenglas, Flasche. Vielleicht sollte ich Spot zuerst probieren lassen. Nein, Spot, aus. In diesem Zustand bekommst du keine Petroleumsuppe. Aus. Okay, das wär echt witzig gewesen. Als Game Over oder so wäre es. In einem Sierra Adventure wäre ich jetzt gestorben. Ich bin doch nicht lebensmüde. Der kleinste Funke und es wäre aus mit mir. Ich wollte doch noch einmal Corona sehen, bevor ich sterbe. Ja. Also irgendwas fehlt uns noch und ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Das Seil können wir auch nicht nehmen. Ja, ich habe immer irgendwie. Es läuft eine Zeit lang und dann komme ich wieder in die Klemme. Am Baum war nichts mehr bei den Ruinen. Ah, da war doch eigentlich auch nichts mehr. Noch Statue, die Zunge. Beiden Brüder. Kalida. Beziehungsweise Shana. Kalida ist ja... Ist er noch... Ja, ich habe noch ein paar... In der Uhr können wir auch nichts mehr machen. Nee. Tja, ich glaube, dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine Pause. Das bringt ja eh nichts mehr. Und dann überlege ich mir erstmal, wie wir... bei dem Vielauge oder den Vielaugen weiterkommen.